Ja, willkommen zurück zu Let's Play Tombi in der BLB Show und wir töten die Schweine, weil sie Schweine sind, aus keinem besseren Grund töten wir. Ja, ich bin der Tamato, das solltet ihr eigentlich schon wissen, falls dies der erste Part ist, den ihr schaut, dann ich bin der Tamato und auch dabei ist der Onja, wie das bin ich fast immer. Und das ist das. Das sind die Schweine. Das sind die Schweine. Und hier ist diese süße Hexe, von der dieser Bronny Chavo da gesprochen hat im Civilization Dorf. Oh, hallo Süßer, ich, mein Name ist Mitsuno die Hexe. Ja, die süße Hexe, haben wir es gleich mal geschafft, das war ja nicht schwer. So, du willst also auch noch magische Bonbons haben, was? Bonbons? Bonbons. Ich nehme auch gleich Lyras dazu. Nun, das ist nicht so einfach. Für Bonbons braucht man eine beißende Pflanze, etwas silbernes Pulver. Habe ich. Nein, silbernes Pulver haben wir noch nicht. Und natürlich Melasse. Cockerclown geben dem Ganzen einen netten Geschmack. Ein Butamushi-Dorn. Den hätten wir. Und die geheime Zutat. Nargato-Zähne. Haben wir auch. Stell dich da hinten vor den Kessel und wirf die Zutaten hinein. Stell dich da hinten vor den Kessel. Mhm. Die Welt, die Welt ist von Widersprüchen geprägt. Die Welt ist voller Rätsel. Machen wir Bonbons und auch Lyras, Entschuldigung. Im Labor machen wir. Ja. Jetzt können wir die Powerpuff Girls herstellen mit süß wie Zucker. Sugar. Spice. And everything nice. So, die Algen, nein, die können nicht dazu. Der gehört rein. Hauen wir mal dazu. Offensichtlich fehlt dir noch eine Zutat. Du brauchst noch die beißende Pflanze, um das Rezept zu vervollständigen. Naja, da brauchen wir noch mehr. Ja, die beißende Pflanze. Die Cockerklaue. Da. Ja, wo ist die beißende Pflanze? Die könnte. Da haben wir sogar zwei. Achso, wir müssen das nach der Reihe machen. Nein, müssen wir nicht. Aber können wir. Wäre besser, glaube ich. Dann schmeckt es besser, das Bonbon. Mhm. Offensichtlich fehlt dir noch eine Zutat. Ja, was sagt sie diesmal? Das silberne Pulver. Oh, das haben wir aber nicht, oder? Ich glaube nicht. Egal, dann gib mal die Cocker. Hauen wir noch alles rein. Die Cockerklaue. So, Cockerklaue. So, was brauchen wir noch? Ja, ich weiß. Ja, silbernes Pulver. Das ist. So, was fehlt dann noch? Die Nadelgatozähne, die geheime Zutat. Genau. Ja. Genau. So. Wo bekommt man das silberne Pulver? Ich glaube vom Dieb, unseren guten alten Freund, den Dieb. Hau noch eine beißende Pflanze rein, wer weiß was da. Hau den Käse rein. Du hast 15 Käsestücke. Ja, jetzt hängt's. Wirklich? Das gibt's nicht. Nein, doch nicht. Sie waren ein bisschen sprachlos, weil du zwei reinkommst. Hast du gesagt, ist das eh noch in Ordnung? Wird das eh nicht schlechter dann? Oh, der fehlt noch eine Zutat. Okay. Ja, die hätten wir noch nicht. Und dann suchen wir mal. Gehen wir auf Jagd nach. Dann müssen wir die Gewürze noch rein. Nach silbernem Pulver. Unter Anführungszeichen. Die Gewürze hat der Teufel gemacht, habe ich mal wo gehört. Mhm. Essen ist von Gott, Gewürze vom Teufel. So habe ich das gelernt. So, ja, hier gibt es nichts mehr. Hier gehen wir nicht lang. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Das du kannst endlich Bear On seine Algen bringen, damit er sich erhängen kann damit. Ah, seine das Algengalgen. Das machen wir gleich. Das trifft sich mal wieder perfekt. So, jetzt können wir Stein auf Stein. Du kannst auch eine Feder benutzen, oder hast du noch was anderes vor? Nein, für Federn habe ich nichts mehr übrig. So. Wenn du verstehst, was ich meine. Hast du die Federn beim Fenster hinaus? Jetzt zieh mal keine schlüssigen Handlungen. So, ich will nicht reden. Hier hoch und durch die Tür, welche uns offen steht. Ja, eigentlich ist das Fenster, nicht die Tür. Uns stehen mal wieder alle Türen offen. Alle Fenster. Na, ist das Fenster? Nicht. Ja, was ist das? Okay, Fenster. Und wow. Oh. Na, da schaut's aus. Da hinten sehen wir schon, wie die Bohnenranken mal wieder aus dem Boden ragen. Oh. Aber das ist schön jetzt. Ja, das muss ich wirklich zugeben. Da habe sogar ich ein Herz für Tiere. Nur nicht für Schweine. Nein.
So, Blätterschmetterlinge, gibt es die noch? Nein. Ah, es sind keine Blätter mehr da. Dann holen wir die im Urwald und hoffen, dass es dort noch gibt. So. Ja, noch ein One-Up. Nicht One-Up. Max Energie plus 1 Up. Aber das bringt ja nichts, weil wir sowieso schon voll 8 haben. Genau. Ja, hier ist der alte Kai, der Meister Kaio. Der Steg, wie ich ihn nenne. Und hier können wir erstmal baden gehen. Und da, die Barrel Roll. Die haben sie noch gefehlt. Fische gibt's da auch. Das ist so schön hier. Mhm. Aber mehr gibt's da auch nicht. Nicht wirklich. Kann man da den Powerfish beschwören? Ich glaube nicht. Probier's. Ich will es auch gar nicht versuchen. Hier kommen wir, wenn wir da durchschwimmen, wieder zum... Zu Mario. Nein, nein, nein. Zu... zur verwunschenen Villa. So, da ist noch diese Perle, brauchen wir auch noch irgendwann. Fundbüro. Das werden wir gleich mal im Fundbüro zu melden. Hier können wir auch durch, weil es eine Tür. Und Türen öffnet man schließlich, so haben wir das gelernt noch damals. Ah, das waren Zeiten. Sprudeln es jetzt? Nein, nein. Der Brunnen, der war. Den Brunnen, den Brunnen der Barmherzigkeit wiederbeleben? Ja, nein. Nein. Oh ja, ich habe gehört, man braucht dazu irgendwelche Tränen oder so. Okay, okay. Ja, mit denen will ich nicht anreden, oder? Soll ich? Nein. Nein, das hast du doch eh schon mal getan, oder? Oh, was hätten wir hier? Da brauchen wir den Haken. Immer dieser Haken. Die Sache hat immer einen Haken. Ah, da. Enter-Haken. So. Ja, Enter. Drück Enter. Ah, auch nur so ein komischer Kristall. Braucht ja kein Mensch. Oh, da ist noch was. Wow, das war schön, aber dann ist es versaut. Ja, jetzt habe ich es nicht versaut. Leben. Meine kleinen Kadetten sind das. Ein Hoch, ein Hoch. Ein Hoch auf Tombi. Mhm. So, der hier ist noch nicht fertig. Schauen wir mal, was wir übrig haben für solche armen Leute. 2 Blätterschmetterlinge. Das ist nicht viel. Du hast bereits ein Paar. Mhm, da hat er wohl recht. Ja, aber er hat zu klein geschrieben. Oh, immer diese Kristalle. Wo, Bear-On, genau, wir wollten Bear-On retten, weil wenn wir das machen, dann können wir wirklich... Dann steht uns die Welt offen. Genau. So, hier durchglitschen und hast du den Eimer schon? Ja, oder? Ja, sicher. Dann kannst du das Wasser in den Eimer tun. Na, das machen wir ganz am Schluss. Okay, wie du willst. Ja, brauchst nicht weinen. Du kannst jetzt auch zu Hornswoggle schauen, ob seine Blume schon seine wächst. Elendige Blume. Ja. Weil das ist. Weil normal ist die ja nicht. Oh, auch so schön das Tor. Ah, ich liebe dieses Lied da. Das erinnert mich an dieses Freude, schöne Götter funken. Nein, wie heißt das wirklich? Ich glaube, das heißt so. Ja. Dann passt's ja. Dann habe ich ausnahmsweise mal einen. Einen intelligenten Satz gesagt. Ja, aus meinem Mund heraus. Gebracht. So, lies. Warst du am Strand hinter der Villa im Dorf allen Anfangs? Nope. Doch. Zu dieser Jahreszeit werden Algen an den Strand gespült. Wirklich? Glaube ich kaum. Die Algen sollen anscheinend wirklich gut tun. Ich glaube, du musst die Alge auswählen und dir geben. Normalerweise gehe ich jedes Jahr und hole ein paar. Blablabla. So, zuerst wollten wir nochmal anhören, was das überhaupt ist. Wer davon isst, wird gesund. Danke, jetzt werden alle das ganze Jahr über gesund sein. Wegen der einen Alge. Sieh dir Baron an, er ist wirklich groß geworden. Bear-On, nicht Baron. Bear-On. Du kannst überhaupt nicht mehr lesen. Als du ihn hergebracht hast, war er nur ein kleiner Welpe. Hundekind. Das war noch der. Jetzt ist er ein kerngesunder, großer Hund, nicht wahr? Ein großer Köder. Algen für den Galgen, für deine Gesundheit, unter Anführungsstrichen. Zeichen. Nun sieh sich das an, Bear-On will mit dir gehen. Warum nimmst du ihn nicht mit? Okay. Ich glaube, er will, dass du auf seinen Rücken steigst. Na los, das macht ihm nichts aus. Wenn er sich je wieder verletzt, bring ihn her. Ich kriege ihn schon wieder hin. Passt auf euch auf, ihr zwei. Barons, Bear-Ons Stärke.
Geschafft, das hätten wir. Und wir haben Bear-On erhalten. Ja. Oh Gott. Ah, warte, schau das zuerst noch. Das mächtigste Item im ganzen Spiel. Benutze Bear-On und seine großen Ohren, um zu irgendeinem Ort zu gelangen, an dem du warst. Also eigentlich nichts anderes als die Zauberflügel. Ja. Naja. Aber man kann ihn endlich oft einsetzen. Genau. Oh! Whoa. Blumengartenpflanzen! Geschafft! So, Hornswoggle, was sagst du dazu? Ich möchte Blumen in dem Garten pflanzen, bevor die Schweine kamen, war der Wald voller Blumensamen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Fehler. Jetzt sind alle Blumen verdorrt. Aber okay, was mit der großen goldenen Blume da? So, golden. Was sagt ihr jetzt? Vielleicht werden wir nie wieder Blumen sehen. Okay. Renn lieber schnell weg. Oder warte, schau zum Dieb. Hast du die anderen Schweine erwischt? Sei vorsichtig. Man hat wieder die 10-Minuten-Marke erreicht, fällt mir gerade auf. Aber es gibt hier noch einen Questgeber, glaube ich. Unter dem Wald lebt jemand? Ja, dann muss es der sein. Hast du die bösen Schweine erwischt, Tombi? Danke, tausendmal danke! Was suchst nicht? Du? Den Dieb suche ich. Der ist im Gefängnis. Wirklich? Hoffentlich. Aber er ist ausgebrochen. Wirklich? Na sicher. Der ist da nicht unten. Mein Lieblingsladebildchen. Oh, oh, da ist er. Er steht da, aber da. Challenge. Ah, du hast mich erschreckt. Oh, du schon wieder. Ah, die alte Musik, die ist gut. Sie haben mich endlich rausgelassen, weißt du. Es ist nicht so, dass ich abgehauen bin. Nun, ich muss los. Der ist flott unterwegs. Na, den holen wir ein. Den schnappt man uns. Um jeden Preis. Oh, da ist er, der Täter. Hast du ihn gerade verpasst? Ja, na. Den hol mal an. Da kenne ich nichts. Wir haben ja den Tier-Turbo. Mhm. Das tierische Treiben. Ja, Entschuldigung. So. Ja. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Ja. So, und es lädt die ganze Zeit. Da bin ich wirklich enttäuscht. Na, eigentlich nicht. Oh, da ist er. Hey, ich habe auf dich gewartet. Kleines Rennen gefällig, wie wär's? Ich habe einen Schatz oben auf dem Wachturm da vorne versteckt. Wir starten unten und wer zuerst oben auf dem Turm ist, hat gewonnen. Wenn du gewinnst, gebe ich dir meinen Schatz. Schnaps. Klingt doch gut, oder? Nur du und ich. Bist du bereit? Challenge accepted. Achtung, fertig, Feuer los! Die haben das Feuer vergessen. Schwerer Fehler. Whoop, und wir gehen durch. Das wird mal ein Rennen. Mhm. Oh, da wartet er schon. Fertig? Fertig. Los! Ah, warte, nicht zu schnell. Oha. Oh. Da bin ich ja nicht schlecht. Stirben. Schwerkraft spielt keine Rolle für einen Dieb. Oh je, da kann durch Stacheln rennen. Das ist mir leider nicht möglich, ha? Da kommt er schon. Ja, nicht besonders schwierig, dieses Rennen. Komm, wie ihr vielleicht sehen könnt. So, wo bleibt er denn? Der braucht mal wieder Stunden. Vielleicht ist er schon oben. Nein, da kommt er. Wohoho. So, da kommt er nicht drauf. Oh ja, er ignoriert die Schwerkraft einfach und los geht's. Oh je. Wow. Ah. Wow. Oha. Okay, okay. Erster, haha. Boah, du bist echt schnell. Okay, ich habe verloren, der Schatz gehört dir. Ha, aber es hat Spaß gemacht. Tschüss. Silbernes Pulver. Jetzt bringt es sich um. Immer diese suizidgefährdeten Rabauken in diesem Spiel. Spring auch runter. Joa. Oh, Äpfel. Die schmecken immer gut. Okay, jetzt. Und wir haben jetzt auch schon die 14-Minuten-Marke erreicht, deshalb schneller Schluss. Tschüssikowski. Wiederschauen, reingehauen. Zuschauerfrage. Seid ihr schon mal ein Rennen gerannt? Wenn ja, antwortet mit ja. Wenn nein, antwortet mit. Deppert? Ja, was ist...
Ja, wir können nicht viel. Was? Nimm's doch auf! Oder was? Schnell, schnell! Stopp, stopp!